Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Brookhaven. Brookhaven hat ein nagelneues Update rausgebracht, was ziemlich cool ist, denn ich glaube, das Update ist mal wieder richtig, richtig nice. Und ich freue mich einfach, das jetzt gemeinsam mit euch anzugucken. Wie immer, falls ihr ein Secret gefunden habt, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare, dass alle Zuschauer auch diese Secrets rausfinden können in Brookhaven. Denn meistens finde ich leider nicht alle. Und falls ihr gerade schon dabei seid, dann lasst sehr, sehr gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich natürlich wahnsinnig freuen. So, wir gucken uns dieses nagelneue Update an. Wir haben, ich glaube, mega, mega heftig viele neue Shops bekommen. Ein paar Sekunden später. Ich habe jetzt gerade schon eine Rundfahrt beendet, ohne euch, denn ich wollte einfach mal ganz kurz gucken, ob es vielleicht noch was anderes gibt, als das, was wir jetzt hier sehen. The Brick Restaurant. Hier hinten sehen wir GDX Auto Parts. Library und so kennen wir schon. Brookhaven Shelter kennen wir auch schon, aber wenn ich das richtig verstanden habe, können wir das Ganze auch ändern. Aber bevor wir irgendwas ändern, gehen wir als allererstes mal hoch und gucken alle Sachen an, die es neu dazu gibt. Oh mein Gott, wie cool ist das denn, Leute? Das ist mega. Guck mal, da können wir unsere Wäsche waschen. Als ob. Richtig cool. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie in so einem, wie nennt man das? Waschsalon? Ich bin nicht ganz sicher, denn wir hatten schon immer unsere eigene Waschmaschine und unseren eigenen Trockner zu Hause. Aber ich kenne tatsächlich einige Leute, die das genutzt haben, vor allen Dingen, als man Student war oder so. Mega cool. Das ist mega cool. Ich würde mir jetzt irgendwie wünschen, dass wir das irgendwie benutzen können. Okay, ich habe irgendwie alles probiert. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, man kann die nicht nutzen, aber es ist ziemlich cool. Stellt euch mal vor, man spielt, dass man, weiß ich nicht, hier vielleicht im Shelter ist, also hier drüben im Obdachlosenheim, und dann kann man hier rüber gehen und dann hat man vielleicht irgendwelche Chips oder so, die man bekommt, und dann kann man hier irgendwie seine Wäsche waschen. Das finde ich mega cool. Okay, das gefällt mir schon mal richtig gut. Ich frage mich, wie man das umstellen kann. Oder vielleicht habe ich es auch irgendwie falsch verstanden. Hier haben wir ein neues Restaurant. Wow. Das ist ein fancy Restaurant, ne? Guckt mal. Man kommt hier rein und dann hier steht normalerweise eine Person, die einen begrüßt und die einen dann eben auch zum Tisch bringt. Und das ist, glaube ich, hier richtig gut umgesetzt. Man sieht hier auch, es sind hier Servietten. Wir haben hier, Salz und Pfeffer und dann irgendwie so Blumenvasen und so weiter. Dann haben wir hier quasi auch eine Bar. Haben wir ja bis jetzt nicht. Wir haben den Nightclub, aber wir haben keine Bar. Das heißt, am Abend, wenn einem langweilig ist, dann kann man hier in die Bar kommen und coole Drinks zu einem nehmen. Man kann hier sogar essen, guckt mal. Und ihr könnt natürlich, ich bin ziemlich klein heute, oder? Nee, ich bin gar nicht so klein. Ich weiß gar nicht, warum ich hier so klein bin. Jetzt geht's ein bisschen besser. Da kann ich quasi dann als Barkeeper arbeiten. Das gefällt mir richtig gut. Richtig cool. Okay, wartet. Hier kann man noch rein und hier ist quasi ein kleiner Lagerraum. Aber wir müssten doch irgendwie auch eine Küche oder so haben, oder? No. So, ich glaube, jetzt müssen wir auf der anderen Seite hoch. Denn das Post Office kennen wir schon. Jetzt wartet. GTX Auto Parts, also Autoersatzteile. Performance Tunes, okay. Jetzt wartet, hier, hier kann ich auf jeden Fall das Licht ausmachen. Das gibt's alles. Wir können Reifen holen mit Felgen drauf schon. Welche sehen denn cool aus? Mir gefallen die ganz oben sehr gut. Die sehen richtig cool aus. Dann, was kann man hier noch alles kaufen? Alles Mögliche. Hier ist ein Auspuff. Was ist sonst noch? Sind hier ganz viele Päckchen. Da kann man, glaube ich, nicht sagen, was es ist. Dann hier, das könnte ein Benzinkanister sein oder auch ein Ölkanister oder irgendwie sowas. Und hier hinten, da könnten, weiß ich nicht, da könnte alles mögliche drin sein, was man eben fürs Auto so braucht. Richtig cool. Okay, man hat jetzt richtig viele Shops. Das ist mega krass. Haben wir nicht gerade noch einen neuen Shop gesehen? Bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Aber ich habe auf jeden Fall gelesen, dass es noch mehrere Shops gibt. Ein paar Sekunden später. Leute, ich habe es gefunden. Okay, es hat ein bisschen gedauert, bis ich gecheckt habe, dass man hier, also in jedem Shop, den wir jetzt gerade gesehen haben, einfach hier raufklicken kann. Und dann bekommen wir einen komplett neuen Shop. Wir gehen natürlich jetzt gleich in alle anderen Shops auch noch und gucken, was da alles anders ist.
Aber als allererstes gucken wir uns den Phone Store an. Ich glaube, das finde ich am allercoolsten, denn ja, Handys sind mega wichtig, oder? Sind euch eure Handys auch wichtig? Denn, I don't know, also mein Handy habe ich gefühlt immer dabei und ich liebe mein Handy. Richtig heftig. Und das ist quasi der Shop, wo man hier reinkommt. Er heißt Verizon. Falls ihr es nicht wisst, Verizon ist einer der größten Anbieter für Handys in Amerika. Und deswegen heißt es hier Verizon, also nicht Verizon, das geht ja nicht, dürfen sie nicht. Aber deswegen heißt es eben so ähnlich wie der größte Handyanbieter, beziehungsweise der größte, also wir haben hier T-Mobile oder O2 oder was es auch alles bei uns gibt und die haben eben Verizon in Amerika und das gefällt mir mega gut, oh mein Gott. Also sie haben hier die besten Preise, also steht hier zumindest, wir können es nicht wirklich nachvollziehen. Hier haben wir aber auf jeden Fall einige Modelle von Handys und man kann vermutlich hier auch Accessoires kaufen. iPads und Tablets und so gibt es hier keine. Und hier hat man quasi nochmal einen Laptop, den man sich einfach grabben kann oder eben kaufen kann, falls man das möchte, was ich ziemlich cool finde. Der sieht ähnlich aus wie meiner. Ich habe ein MacBook. Der sieht eigentlich fast genauso aus. Ich schätze mal, es soll ein MacBook darstellen. So, Gun Store. Nichts für mich persönlich. Ich mag nicht so gerne, also so alles, was mit Waffen zu tun hat und so. Ich meine, in der Weltgeschichte ist ja im Moment auch zu viel los, dass man das wirklich gerne hat. Also hoffe ich zumindest, dass es mehreren Leuten so geht wie mir. Aber es sieht ziemlich cool aus. Es erinnert mich ein bisschen an GTA hier, wie es hier aussieht. Aber ja, falls ihr mit Waffen spielen wollt, bitteschön. Dann sind wir zurück im Restaurant und hier haben wir auch zwei verschiedene, also drei verschiedene theoretisch, aber zwei weitere. Restaurant ist hier ein bisschen falsch geschrieben, das ist nicht so schlimm. Das ist meistens beim ersten Update so, dass da irgendwelche Fehler passieren und oh mein Gott, das ist ein Museum und ich lieb's. What? Das ist mega cool. Ja, krass. Oh mein Gott, das ist mega, da kann man jetzt so viel mehrere Sachen spielen. Das ist einfach nur zu cool. Und wir haben auch nicht nur Gemälde, sondern wir haben eben auch andere Dinge. Skulpturen und so. Dann haben wir noch Dealership. Cool. Hatten wir sowas nicht schon? Konnten wir nicht schon irgendwo Autos? Vermutlich nicht. Vermutlich konnten wir noch nie irgendwo Autos kaufen. Doch, konnten wir oder nicht? In dieser einen ganz hinten konnten wir da nicht Autos kaufen. Ich glaube schon. Das habe ich auf jeden Fall mal gespielt. Ein paar Sekunden später. Dann sind wir eins weiter im Laundry Room oder im Laundromat. Und wir wählen Los Panchos. Nochmal ein Rest. Really? Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Da gibt es so bestimmt Burritos und so, ne? Das ist ziemlich cool. Oh mein Gott, wie viele Restaurants haben wir denn jetzt bitte in Brookhaven? Das ist mega. Haben wir eine neue Takeout-Box? Nee, leider nicht. Das hätte ich richtig cool gefunden, wenn wir... Das sieht aber ein bisschen hübscher jetzt aus, oder? Vielleicht kommt mir das auch nur so vor. Ich hätte jetzt gesagt, das Handy sieht hübscher... Ja, das Handy sieht hundertprozentig jetzt hübscher aus. Das wurde jetzt quasi upgedatet. Was mir richtig gut gefällt. Okay, wir haben quasi jetzt ein neues iPad und ein neues iPhone. Also ich persönlich finde, es sieht irgendwie exakt aus wie mein iPad und mein iPhone. Von daher, aber ihr könnt spielen, egal was es ist. Ob es Android ist oder whatever. Aber ziemlich cool. Ich glaube, sonst ist hier nichts neu. Ich nehme alles zurück. Das ist hundertprozentig neu oder habe ich zumindest noch nie gesehen. Also 100% möchte ich das nicht behaupten, weil, also, I don't know. Aber ich glaube, das hier ist neu. Und habt ihr schon jemals diesen Donut gesehen? Der sieht mega lecker aus. Ich möchte gerne reinbeißen. Gefühlt ist der auch neu. Oder es ist einfach ein Reskin. Also wir haben einfach jetzt einen neuen bekommen, der irgendwie ein bisschen besser aussieht. Die anderen Sachen kenne ich alle, aber die beiden Sachen sehen ziemlich cool aus. Und die Pizza sieht jetzt auch leckerer aus, oder? Und dann geht es hier weiter. Ihr seht gerade schon Breakfast Republic. Da kann man quasi frühstücken gehen. Und hier müssten wir auch noch einige neue Sachen haben. Wir springen einfach mal ganz kurz nach oben. Alter, ist das ein Ich lieb's. Als ob. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das sieht ziemlich cool aus. Was für ein krasses Update ist denn das jetzt wieder? Und Leute, können wir bitte kurz sprechen drüber, dass es alles kostenlos ist? Wir müssen 0 Robux bezahlen und wir können das alle nutzen. Das ist so unfassbar cool. Wow, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist echt toll. Ich bin begeistert. Also hier haben wir auch wieder 3? What? Das ist so krass. Okay, wir haben hier...
unseren Frühstücksdingens. Breakfast Republic. Was alles ziemlich hübsch aussieht auch, oder? Dann haben wir einen Partyraum. Oh mein Gott, da können wir Geburtstag feiern. Das ist ja mega süß. Für kleine Kinder eine Geburtstagsparty. Oh mein Gott, das ist zuckersüß. Und hier, wenn wir die anklicken, dann haben wir sogar Geschenke. Ich müsste vielleicht hier mal die ganzen Sachen wieder löschen. Dann haben wir noch einen Tanning-Salon. Das heißt, da können wir braun werden, als ob. Das sieht mega gut aus. Ich bin gespannt, ob es hier auch Secrets gibt. Ich persönlich habe noch kein einziges Secret gefunden. Falls ihr Secrets findet, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare und lasst auch sehr, sehr gerne einen Like und Kommentar da, falls euch das Video bis jetzt gefällt. Und wir gehen einfach mal da rein und um Gottes Willen, ich bin mir nicht sicher, was jetzt passiert. Oh mein Gott! Das ist ziemlich cool. Okay, die Frage ist, sind wir jetzt auch ein bisschen bräuner schon? Glaube nicht. Bin mir nicht sicher. Lay down. Jetzt wartet mal. Oh mein Gott, hier ist ein Solarium. UVA, UVB. Can lead to skin cancer. Ja, das stimmt. Man darf es nicht übertreiben mit dem Solarium, weil sonst kann man Krebs bekommen. Wartet. Okay, das hat ganz oft... Jetzt! Das hat ganz offensichtlich nicht funktioniert. Okay, ich muss mich erst reinlegen. Wartet bitte. Okay, ich... warum kann ich mich denn jetzt hier nicht... Jetzt! Guck mal. Wie ich in dem Solarium liege. Okay, ich müsste mich natürlich auch nur ausziehen, weil so bringt es natürlich jetzt irgendwie nichts. Aber mega cool. Solarium und hier ist ein... What? Es gibt eins, wo man sich reinstellt und das ist keine Spraydusche. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Gibt es sowas in den USA? Also bei uns, glaube ich, weiß ich nicht. Vielleicht mittlerweile gibt es vielleicht, aber habe ich auf jeden Fall noch nie gesehen. Aber ist... ziemlich cool. Ich finde die Spraydusche hier mega und ich bin impressed. Ich glaube tatsächlich, dass das das Update ist. Also es ist mega lange. Ich habe mega lange gefilmt. Ich hoffe, ich kann es euch ein bisschen herschneiden, dass es nicht allzu lange wird. Aber ich bin maximal begeistert. Die Möglichkeiten in Brookhaven werden langsam aber sicher unendlich, oder? Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, was war euer Lieblingsshop in diesem Update? Ich muss ehrlich sagen, dass... Sonnenstudio hat mich ziemlich geflasht, aber auch das Breakfast-Restaurant quasi. Das fand ich ziemlich cool. Somit ist, glaube ich, das Letzte, was wir hier angeguckt haben, den findet ihr hier über dem Arcade, glaube ich, mein Lieblingsshop. I don't know why, aber ich finde es ziemlich cool. Das war's auf jeden Fall mit dem Update. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!